Herzlichen Dank, Herr Präsident. Willkommen, Frau Vizepräsidentin. Wir werden morgen den Bericht von meinem Kollegen Marco Cappato über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten abstimmen. Und Michael Cashman, ein sehr guter und auch normalerweise unglaublich effizienter Kollege, hat ja schon darauf hingewiesen, dass es vor allen Dingen darum geht, der Öffentlichkeit Zugang zu Dokumenten zu geben, die hier entschieden werden, denen hier diskutiert wird. Man mag, wie Herr Herrero das gemacht hat oder wie Michael das gemacht hat, Marco vorwerfen, er sei über das Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, das ist sicherlich der Interpretation zugänglich und in diesem Fall auch nicht ganz gerechtfertigt. Die Diskussion, ob grundsätzlich Fraktionssitzungen übertragen werden sollen oder nicht, ist mit Sicherheit etwas, worüber man sprechen kann. Die Frage ist, ob dann das Recht eingeräumt wird, dass zum Beispiel solch eine Sitzung dann auf Wunsch der Mehrheit der Mitglieder der Fraktion in Klausur abgehalten wird, weil es sicherlich sensible Themen gibt. Das wissen wir alle aus eigenen Sitzungen, die man erstmal untereinander klären muss, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Ich glaube, es ist normal, dass man seine schmutzige Wäsche zu Hause wäscht und nicht auf der Straße draußen. Im Übrigen zeigt sich das Beispiel, dass politische Parteien, in dem Fall nicht Fraktionen der Parteien, immer ein gewisses Interesse an Öffentlichkeit haben, dann, wenn es ihnen nützt. Ansonsten würden wohl kaum Parteitage in solch einer Ausgedehntheit auch übertragen werden. Und interessanterweise beschwert sich da niemand drüber, wenn Parteitage von politischen Parteien, bei denen es durchaus heiß hergehen kann, in ihrer vollen Länge übertragen werden können. Ich glaube also sagen zu können, dass Marco hier gute Arbeit geleistet hat. Auch wenn, was aber für uns auch gewohnt ist, aus anderen Fraktionen vielleicht Verbesserungsvorschläge kommen. In einigen Fällen, glaube ich, sind sie tatsächlich auch sogar so gut, dass man darüber nachdenken sollte. Im Vergleich zu den anderen beiden Institutionen kann aber das Parlament nach wie vor als Vorreiter bezeichnet werden, wenn es um Transparenz geht. Insofern würde ich da meinen Schwerpunkt auch nicht zwingend drauf legen, denn sowohl bezüglich der Zugangsmöglichkeiten zu Dokumenten als auch im Hinblick auf Transparenz von Sitzungen und die Tätigkeit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments sind wir offener als jedes nationale Parlament. Das bedeutet nicht, dass dann nicht Verbesserungsbedarf wäre, auch bei anderen Institutionen. Vor allen Dingen beim Rat, der bedauerlicherweise jetzt nicht da ist. Michael hat es eben schon angesprochen. Man muss wissen, wer welche Entscheidung wie getroffen hat, um auch eine Verantwortung für politisches Handeln herstellen zu können. Noch viel wichtiger ist es aber, dass Zugang zu Dokumenten geschaffen wird, die zum Beispiel im Rahmen des Komitologieverfahrens gemacht werden. Ein besonderes Beispiel war die Verordnung zu Flüssigkeiten im Handgepäck, bei denen die Annex für Bürger, aber auch für Parlamentarier nicht einsehbar war. Und das Transparenzgebot ist nicht umsonst in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingefügt worden, nämlich um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, das politische Handeln nachzuvollziehen, Verantwortung herstellen zu können und dann gegebenenfalls auch bei Wahlen anders entscheiden zu können. Herzlichen Dank für die Extrazeit, Herr Präsident. Viel Erfolg, Marco. Ich bin bei dir morgen bei den Abstimmungen und ich glaube, wir bringen das zu einem guten Ende.